Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu der Community-Karte von meinem Freund Knacksweg. Hier geht's wieder weiter, euer Erstkicker ist weiterhin am Start und das hat sich so ergeben. Wie ihr seht, gibt's hier große Gefechte um Colorado. Der hat sich hier sogar aus seiner Festung rausgezogen. Ich weiß nicht, was das für ein Move ist und ich frage mich, wieso die Kollegen hier nicht weiter vorrücken. Also ich würde die Festung hier ganz schnell schnappen und den beschießen. Hier gab es große Gefechte heute. Die Hauptarmee von dem ist, glaube ich, entweder besiegt oder hat sich nach Pueblo zurückgezogen. Die Hauptstadt ist gefallen. Glenwood Springs wurde auch eingenommen. Das schaut schon mal ganz gut aus. Es sollte hier demnächst weiter durchgestoßen werden. Ihr seht ja, im Hinterland ist ja nichts mehr. Hier noch diesen Stack und hier hat er noch irgendwas. Und das ist eine Stufe 3 Festung. Da sehen wir leider nicht, was da drin steckt. Aber es kommt ja schon mal ein Fesselballon in die Richtung. Das können wir dann aufdecken. Ja, also die Kollegen machen einen guten Job. Hier sind auch schon viele Artis am Start. Was hat denn der Kollege hier? Inzwischen 13 immerhin. Wow. Also was heißt immerhin? Wow, 13, so rum. Und der andere Kollege hier hat auch schon immerhin 6 Stück, oder? Ne, 7. Da ist auch noch einer unten. Genau, 7 Stück. Und okay, von Knacksweg kommen aber da auch noch welche. Dann hat er sogar 16 Artis. Okay, das ist mega, ne? Das ist echt mega. Wir haben aber auch schon inzwischen einige am Start hier. Wir haben heute noch einige fertig gebaut. Wir haben inzwischen 20 Artis. Wir werden hier im Norden erstmal alles aufräumen. Und dann die restlichen Artis, die dann nächst irgendwann fertig werden. Gucken wir mal kurz in die Provinzverwaltung. Ich habe auch schon angefangen, einen Panzer zu bauen. Übrigens, hier ist einer fertig in 4 Stunden zum Beispiel. Ne? Oder hier ist einer bald fertig, sogar in 3 Stunden, 10 Minuten. Ja, also alle restlichen Artis werden jetzt nicht mehr nach Norden geschickt. Die werden hier erstmal hier bei Heron Bay oder sowas postiert. Und wir sammeln uns jetzt dann hier für einen Angriff hier auf die KI und dann eben auf den Spieler New York. Der hat uns ja mit Spionen belästigt. Ich habe ihn gebeten, die Spione zu lassen, sonst ich habe ihm einen Krieg angedroht oder Kriegserklärung angedroht. Er hat die Spione trotzdem nur den gelassen. Heute habe ich tatsächlich gar keine entdeckt. Ja, ich weiß nicht, ob der noch bei uns da rumspioniert oder irgendjemand anders. Aber wenn ihr schaut, gestern, ist mir vorhin jetzt aufgefallen, ich habe das gestern gar nicht gecheckt. Wenn ihr seht, was hier abgeht, ja. Hier, Militärsabotage in Bebequi, also in unserer Hauptstadt, dann eine Explosion in Slate Falls, Explosion in Oxford House, in Chamberlain. Wakanda wurde von unbekannten Räubern abgefangen. Atapsikat wurde auch beraubt und Pipestone genauso. Also hier wird ordentlich Zeug gemacht bei uns und das ist alles von alles bei uns. Ich habe die leider keinen von denen auch decken können, bis auf den hier eben, wo 2 Spione von dem Kollegen hier wieder bei uns drin waren, ne? Naja, also ich bin ein bisschen erschrocken. So, was war hier gestern noch los? Der Kollege hier hat hier aus dieser Provinz, das habe ich glaube ich euch schon gezeigt, 68.000 People hat er hier runtergeschickt gegen die Stufe 5 Festung. Ich habe keinen einzigen verloren, er hat alles verloren. Dann haben wir hier alles runtergeballert und sind wir jetzt schon auf dem Vormarsch. Wir haben diese Doppel-Öl-Provinz hier geholt. Jetzt vorhin erst diese Stahlprovinz. Jetzt laufen wir mit 5 Panzer bzw. 6 Panzerwagen, weil die werden jetzt bereinigt werden. Und zwar in 37 Minuten. Dann laufen die gemeinsam hier nach Lake Gary. Und er zieht jetzt auch schon hier alle seine People hier im Bathurst Inlet und auch aus seiner Hauptstadt zieht er einfach alles ab. Was das für ein Move ist, von der Hauptstadt irgendwas abzuziehen, weiß ich nicht. Er sieht aber wahrscheinlich, dass ich hier nichts in der Gegend habe. Ich fahre jetzt mal ein bisschen näher ran mit meinem People hier und gucke, was der hier macht. Der ist ja in 3 Stunden 16 erst bei diesem Punkt. Das heißt, er wird hier 5 Stunden ungefähr brauchen. Ob er die Hauptstadt damit verstärkt oder auch weiterzieht, weiß ich nicht. Ich werde hier auf jeden Fall diesen Move hier machen und dann werde ich, kann der auch näher rangehen? Der kann da gar nicht landen, sehe ich gerade. Da wird er mal hier hinkommen. Vielleicht kann ich den ja momentan, wie es aussieht, könnte ich das kampflos einnehmen. Mal schauen. Auf jeden Fall kann ich da schon mal landen oder wenigstens versuchen. Dauert ja eh noch 15 Stunden, also von daher ist das für mich absolut in Ordnung. Ich habe hier einen Fesselballon schon mal in die Richtung geschickt. Wieso schicke ich den People eigentlich mit? Den wollte ich gar nicht mitschicken. Der soll mal da bleiben, der soll immer noch gegen Invasionsversuche hier schützen. Ich meine, das ist eine Stufe 5 Festung, er hat hier nur einen einzelnen People. Hier genauso. Das heißt, ich bin nirgendwo angreifbar an der Küste.
Und ja, also wir haben auf jeden Fall vor, hier diese KI hier einzunehmen. Die KI heißt Algoma und die hat vier Provinzen. Wir werden hier vermutlich hier im Süden anfangen, hier zwei Festungen einnehmen. Dann zum Schluss werden wir hier Musoni angreifen und zum Schluss die Hauptstadt Cochrane. Und ja, und dann haben wir hier eine Grenze mit dem Kollegen hier aus New York. Der hat hier jetzt auch kaum People, aber wird bestimmt dann noch was runterziehen. Er hat die Hauptstadt hier von dem immer noch nicht eingenommen, aber dafür glaube ich andere Gebiete. Gucken wir mal kurz in der Zeitung, ob es da irgendwelche Gefechte gab gestern. Und was er so alles sich einverleibt hat. Wir müssen mal hier, achso, müssen wir umschalten hier. Ja, New York 73.000 Verluste, Quebec 200.000. Er hat auf jeden Fall hier ein paar Provinzen erobert. Und ja, und er ist für mich auf jeden Fall unser nächstes Ziel. Ich habe mit dem Kollegen hier, Kollegen Knackswerk, ja schon geschrieben. Habe übrigens auch mit der Sketcher geschrieben, mal wieder. Ja, und dann habe ich ihm gefragt, ja, wieso glaubt er denn, also ob er denn Knackswerk wäre? Ja, es weiß ja immer noch keiner offiziell, wer Knackswerk ist. Da habe ich ihn gefragt, ob er denn Knackswerk wäre. Hat er gemeint, nein, ich vermute, dass du das bist, also ich in dem Fall, ne? Und weil er hat festgestellt, dass ich hier auch diese Marktspielchen mache, ja, mit Kaufen, Verkaufen und so weiter. Zweitens, was hat er noch geschrieben? Achso, zweitens werde ich auf der Karte als erstes gejoint und drittens habe ich ja die Community begrüßt. Ja klar, ich meine, am Anfang, am ersten Spieltag habe ich halt in die Runde einmal was geschrieben. Ja, natürlich. Ich mache das eigentlich auf jeder Runde, wo ich irgendwie, vor allem auf Community-Runde, ne? Hier habe ich geschrieben, aufwachen, bereit machen, fehlt nur noch einer, schon mal ganz viel Spaß euch allen. Und da habe ich geschrieben, hallo zusammen, hoffentlich wird die Runde bald voll. Aber ich habe hier sonst nichts geschrieben. Also ich habe jetzt nicht irgendwie, hallo meine Community oder irgendwas geschrieben. Ja, und der vermutet, dass ich das wäre auf jeden Fall. Ich war aber tatsächlich der Zweite, der erst geschrieben hat. Ich habe extra nichts geschrieben. Ich habe gewartet, bis der Erste was schreibt, ne? Naja, finde ich ganz lustig, dass er denkt, dass ich der Knackzweck bin. Jetzt endlich denkt er das, ja. Es sollte ja jeder das denken. Übrigens, effiziente Industrienation sind wir Numero Uno, ja. Obwohl wir diese Provinz hier frisch erobert haben und die hier auch, die haben schon dazu gezählt. Okay, hier ist immerhin schon mal eine Fabrik und eine halbe Eisenbahn fast und hier ist ja nichts viel, nur eine Werkstatt, okay. Ja, auf jeden Fall finde ich das ganz lustig. So, in der Welt gibt es aber noch mehr Action und zwar, was ist hier passiert? Mexiko kollabiert komplett. Der Kollege Skipex holt ihn sich hier auch komplett. Ich glaube, ach genau, es gibt hier noch eine weitere neue Entwicklung. Hier, der Michigan-Kollege wird angegriffen, wie schon vermutet, von Georgia und Pennsylvania gleichzeitig. Hat auch nach Hilfe, also nicht nach Hilfe gebeten, also heute nicht. Er hat mir nur geschrieben, dass er angegriffen wird von beiden. Wir haben nur geschrieben, ja, das habe ich eh schon vermutet, ja. War nur eine Frage der Zeit. Jetzt holt er sich hier aber tatsächlich die eine Provinz noch von Missouri hier. Missouri hat dann damit nur noch eine einzige Provinz, und zwar die hier. Oder? Nee, sorry, das ist ja Missouri, okay. Wusste aber nicht, dass er mit Missouri auch im Krieg ist. Da gucken wir doch mal, weil, ganz ehrlich, ich würde jetzt keinen neuen Krieg anfangen in seiner Stelle. Missouri. Missouri, Michigan, okay, alles klar. Missouri, Michigan, Michigan 17.000, Missouri 50.000. Ich glaube, das habe ich gestern schon geschaut und habe es wieder vergessen. Also da sind auch große Kämpfe, natürlich. Ich habe gestern schon geschaut, fällt mir gerade ein. Ja, okay, weil ich habe gedacht, er macht jetzt einen neuen Krieg auf. Hätte ich in seiner Stelle nicht gemacht, wenn er eh schon gegen die zwei sich verteidigen muss. Ich habe ihm mal auch, in der greift hier auch mit einem einzigen People an. Das ist auch total sinnlos, weil die Provinz wird wahrscheinlich revoltieren. Naja, gut, vielleicht kann er das irgendwo verstärken, aber ganz ehrlich, wenn er eh schon sich hier verteidigen muss, dann wird das übel, ne? Also vor allem. Frage ist, wie lange brauchen die beiden hier, um hier aufzuräumen? Ich glaube nicht, dass sie lange brauchen werden. Und dann stehen die bei mir an der Grenze. Das wird auch nicht so schön sein. Ne? Ich werde jetzt ein paar Artis auf jeden Fall hier schon mal sammeln. Vielleicht gar nicht mehr so weit weg. Also 20 Artis da oben, okay. Ich kann die notfalls auch noch runterziehen oder ein paar runterziehen. Aber die nächsten Artis werden hier erstmal gesammelt, weil als Verteidigung. Falls die Michigan überrennen, weil wenn die einmal so einen Durchbruch machen, dann kann es wahrscheinlich ganz schnell gehen.
Wieso er hier jetzt 15 People hat, ich weiß es nicht. Ich greife ihn nicht an, ja. Der könnte die doch eher an der Front gebrauchen. Ach, vergesst es. Er hat ja hier wegen Missouri. Jetzt verstehe ich, sorry. Ja klar, das ist ja gar keine KI, das ist ja der Missouri-Spieler. Vielleicht ist er ja eine KI inzwischen, aber auf jeden Fall ist es der Spieler selber. Dafür ist Nebraska hier die ganze Zeit hin und her bewegen. Mal war er da, mal war er hier, mal ist er hier. Dann hat er wahrscheinlich versucht, hier Michigan anzugreifen. Jetzt geht er wieder zurück. Und seine Hauptstadt ist inzwischen bei 34 von 40. Also morgen sollte die Hauptstadt fertig sein. Und dann kann der Kollege hier den wegbomben. Und dann, wenn er die Provinz verloren hat, dann ist die Armee hier auch weg. Dann ist die futsch. Und der Spieler ist weg. Nebraska ist dann Geschichte. Ja, tut mir leid, aber ist wahrscheinlich dann eben so, ne? Ja, was noch? Was gibt's noch? Guck mal in die Zeitung, glaube irgendwas habe ich vergessen. Irgendeinen Krieg gab es da, glaube ich, noch. Was irgendwie interessant war. North Idaho, Washington. Nee, das war es jetzt nicht. Michigan, Pennsylvania. Ist klar, Michigan hat leider 13.000 verloren. Die haben mit 5 und 7 Artis angegriffen. Das habe ich noch mitgekriegt. Das hat mir Michigan geschrieben noch. Oregon, Colorado war eine gute Statistik. Und ansonsten, ja, Missouri, Michigan, okay. Naja, so viel gibt es gar nicht. Und Georgia hat noch gar nicht angegriffen, oder was? Doch, Georgia, Michigan auch 0 zu 3000. Okay, alles klar. Ja, also das sind die Entwicklungen hier. Dann schauen wir mal, dass wir hier so schnell wie möglich aufräumen. Der Sketchabor, der hat ja noch nicht Angriffspakt mit mir bis morgen. Wie das da weitergeht, bin ich sehr gespannt. Ne? Ob er es riskiert, uns anzugreifen. Der Kollege Knackswerk hat auf jeden Fall geplant, dass er hier in Colorado noch ein paar Gebiete erobert und dann zieht er sich komplett zurück und wird hier durch die KI durchbrechen, wahrscheinlich hier durch Tampico von Nordmontana. Und dann wird er direkt die Hauptstadt von Saskatchewan fressen. Da ist jetzt auch gar nichts mehr drin, also das ist, ich weiß nicht, was der da macht. Vielleicht haben sie irgendeinen Nicht-Angriffspakt oder was. Und er wird die Hauptstadt auf jeden Fall von Saskatchewan nehmen. Ich meine, hier ist auch noch nicht mal eine Festung, wie ihr seht. Ja, die KI steht da mit 14 People ohne Festung rum. Das heißt, easy going. Ja. Einfach mal durchbrechen, dann wäre er sofort in der Hauptstadt von dem hier auch. Und hätte nicht nur zwei Hauptstädte innerhalb von kürzester Zeit. Wobei es kann sein, dass hier auch keine Festung ist. Dann würde ich sogar an seiner Stelle die hier nehmen. Und nach Regina. Und dann hätte er einen Krieg gegen Saskatchewan. Und das Saskatchewan hier mit... ich weiß doch, was noch passiert ist. Das möchte ich auch nur sagen, genau. was wollte ich sagen? Also das Saskatchewan hier mit den beiden verbündet ist, gehen die wahrscheinlich auf Skipbacks. Damit kann er nämlich immer noch in 2 Tagen nicht angespackt mit Washington. Und dann würde Washington wahrscheinlich zu seinem Bündnispartner stehen und dann hätte er ja eben auch einen Krieg gegen dem. Und ja, also da würde hier natürlich alles Eskalationsfälle sein, aber ich glaube, das wäre für ihn kein Problem und würde wahrscheinlich auch noch Unterstützung von Hildegard hier kriegen. Genau, Washington, das wollte ich euch sagen. Das habe ich ganz übersehen gerade eben. Washington hat Alaska angegriffen, obwohl die auch miteinander ein Bündnis gehabt haben. Ich weiß nicht, was da passiert ist, wieso, aus welchem Grund, was da das Bündnis aufgelöst worden ist. Auf jeden Fall nimmt Washington hier Gebiete ein. Also hat hier schon ein paar Gebiete eingenommen. Ich meine, Alaska ist jetzt auch nicht gerade so aktiv, was ich gehört habe. Oder wie war das? Washington ist nicht so aktiv. Ich glaube, ja, Washington ist aktiv und Alaska nicht. Ist auf jeden Fall hier durchgebrochen. Und ja, also demnächst ist Washington wahrscheinlich viel größer hier. Und hier der Kollege Skip Saskatchewan war hier schon kurz vor der Stadt hier, weil er hat sich ja diese Provinz hier geholt. Ne? Habe ihn halt eben angeschrieben, so ja, irgendwie sowas in der Richtung, da, ob er sieht, dass ich angreife oder sowas. Dann hat er gemeint, er wollte ja gerne die Doppel-Öl-Provinz hier haben. Ist so. Und dann hat er gemeint, oh, ups, ja, du bist ja schon drin. Ja, ich war ja schon kurz davor, wo er das geschrieben hat. Ich habe gesagt, sorry, aber ich habe halt zuerst angegriffen. Und außerdem habe ich die, ja, und ob, was der gemacht hatte. Und ich habe gesagt, ja, der hat halt die 68.000 hier in der Stufe 5 Festung reinlaufen lassen. Und hier hat er sich runterballern lassen. Ne? Da hat er ja gar nichts gemacht. Und ja, dann hat er halt eben gemeint, ja, okay. Und dann habe ich, weil ich gesagt, er kann gerne die 2 Provinzen von mir aus haben, aber den Rest möchte ich haben. Ne? Und er hat gemeint, ja, ich möchte halt gerne die Doppelölprovinz haben. Aber während das geschrieben hat, habe ich es auch schon geholt. Weil ich stand ja mit dem Panzerwagen schon davor, da bin ich reingejumpt und. Ja,
Also jetzt zieht er sich hier zurück, komischerweise. Ja, die Provinz ist ja jetzt komplett leer, weil da die 25 People jetzt darüber gezogen werden. Soll er gern machen, dann kann ich den hier gleich abballern, wenn hier meine Artis in Range sind. Die sind ja eh noch ein paar Stündchen unterwegs, aber die Panzerwagen werden schneller erobern und die Artis werden dann einfach nachbewegt. Das heißt, sie sind dann schneller da. Ja, wenn ich jetzt zu diesem Punkt ziehe, brauchen die 9 Stunden zum Beispiel, ne? Wenn die Artis, die Panzerwagen aber diese Provinz hier erobert haben. Und das ist ja, die sind da in 2 Stunden 24 Minuten angekommen und die sollten den mit einem Schlag weghauen. Ne? Der hat 9,9 Defensive und die haben insgesamt 6 plus 30, also 36 Attack. Das heißt, der sollte in einem Turn direkt down sein. Und alles, was er hier schickt, kommt viel zu spät an. Und die Artis können dann sich umso schneller bewegen, weil dann ist es kein feindliches Gebiet mehr, sondern unser eigenes. Und über unser eigenes, ihr seht ungefähr, ja. Bis hierhin, das ist ungefähr dieselbe Strecke, da brauchen die Artis 3 Stunden. Wenn ich jetzt aber komplett bis zum Ende ziehen würde, ja, also bis zur Stadt, da würden die 11 Stunden 22 Minuten brauchen, ne, weil eben dieses feindliche Gebiet einfach einen so auffällt, ne. Ich meine, die sind jetzt hier unterwegs mit einer Geschwindigkeit von 25 und hier ist es, glaube ich, nur 11 oder sowas, irgendwas um den Dreh rum, ne. Naja. Wollte euch nur mal kurz erklären, falls ihr das noch nicht kennt, oder wieso ich die Stadt erobern will, damit die Artis sich schneller bewegen. Oh, ich sehe gerade, hier kommen auch ein paar Peoplechen runter. Ja, jetzt schickt er alles runter natürlich. Umso besser. Lieber alles auf einmal vernichten und dann mit ein paar Panzerwagen hier rumfahren und alles schnell erobern. Und dann kann ich mit den Artis hier direkt nach Süden gehen. Das ist so der Plan. dann geht es wenigstens umso schneller. Naja, gut. Okay, jetzt habe ich euch genug zugeschwallt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr könnt mir gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr Lust habt. Und ja, oder ein Abo. Und ansonsten würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, ne? Macht es gut. Ciao.